Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Main-Metropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend aus den Sommerferien, guten Abend aus der schönen Sommermetropole Frankfurt Rhein-Main, kann man sagen. Wir haben einen weiteren Frankfurt-Talk heute Abend. Wir reden über das, was Frankfurt ausmacht, das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger und die Internationalität und die Vielfalt. Wir haben heute einen, ja, ich sag mal, einen wahlbekennenden Frankfurter zu Gast, den Boris Tomic. Boris, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Mein lieber Stefan, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wahnsinn, das muss man sagen. Was für ein Ausblick hier in der Abendstimmung. Wir sind ja, das können die Leute da draußen nicht sehen, aber im 27. Stock mitten in der Stadt. Und wir sehen hier die Skyline in Abendbeleuchtung. Hammer. Also das hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen, mein Lieber. Genau. Ohne einen Satz mit dir zu sprechen. Absolut. Also wir können auch abbrechen an dieser Stelle und dann hat es sich schon gelohnt. Aber wollen wir doch unseren Hörern auch noch den Gefallen tun, ein bisschen plaudern. Boris Tomic, wer bist du denn? Also Boris, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Ungefähr. Du warst früher mal beim Journal Frankfurt, hast da die Geschicke geleitet, warst dann mal bei der Frankfurter Neuen Presse, hast dort auch die Geschicke für den ganzen Lokalbereich geleitet. Jetzt bist du beim DFV, also Deutscher Fachverlag, bist da für Hotel- und Food-Themen verantwortlich. Sag uns mal, wer du bist. Ja, wer bin ich? Eigentlich lässt man das ja andere Menschen sagen, mein lieber Stefan. Aber du, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt dazu. Vergangenheit ist am Ende des Tages das, was du sagtest. Ich war in Berlin, habe da bei Springer auch mal gearbeitet, bei der Bild-Zeitung ein bisschen gelernt damals, das ist schon ein bisschen her. Zu Mauerfallzeiten war das. Dann bin ich irgendwann wegen der Liebe nach Frankfurt gekommen. Ah. Wegen der Liebe nicht zu Frankfurt, muss man sagen, damals. Das war, ist ganz, ganz klar. Eigentlich damals nicht mein Wunschziel gewesen. Aber wie es so geht, Stefan, du weißt, im Laufe des Lebens, da gibt es natürlich Partnerinnen in dem Fall, oder Partnerin, eine reicht ja. Sie ist nach Frankfurt gegangen und ich bin aus Berlin, sie ist Berlinerin. Und ich habe dann quasi auch entschieden, selbstverständlich, gehe ich mit. Ich folge ihr. Hat ein bisschen gedauert, ein bisschen Job gefunden hatte hier. Ich kam damals von Kluna und Jahr am Alexanderplatz direkt, war das Büro dort und hatte dann hier ein Jahr lang ungefähr immer gependelt und bin dann hier fündig geworden, beziehungsweise man ist auf mich gestoßen bei der MMG-Gruppe. MMG-Gruppe kennt kein Mensch, aber das Journal Frankfurt, glaube ich, ist relativ bekannt und da durfte ich dann als Chefredakteur anfangen im Jahr 2004. Damit ist die Story aber nicht zu Ende, sondern wir machen dies aber schneller, sonst wird es zu lang auf einen Take. Ich war da noch ein bisschen bei der Sozietätsgruppe danach, bei der Neuen Presse, hast du gesagt, und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren beim Deutschen Fachverlag. Das ist ein klassisches B2B-Medium, auch mitten in der Stadt. Auch ein Hochhaus, sitzt an der Galluswarte und kümmert sich natürlich um die B2B-Bereiche in verschiedensten Segmenten. Ich darf dort mit meinem Team Hotel und Gastro verantworten. So, und wenn wir da Richtung Osten schauen, dann sehen wir auch das Hochhaus vom Deutschen Fachverlag. Also ganz so weit ist es nicht, aber doch am anderen Ende der Stadt. Boris, ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Vor allem, lass uns über Food- und über Hotelthemen reden. Gerade jetzt nach Corona ist das ja auch ein durchaus auch belastetes Thema an der einen oder anderen Stelle. Wir reden gleich weiter, machen eine kurze Musikpause, dann sind wir wieder da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Wir haben Boris Tomic heute zu Gast. Und Boris, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, Berlin. Von da aus bist du dann der Liebe wegen nach Frankfurt gekommen. Und jetzt will ich dich eigentlich fragen, was ist das Ereignis in deinem Leben, was dich am stärksten geprägt hat? War es die Entscheidung, nach Frankfurt zu kommen? Naja, lieber Stefan, das ist natürlich schon eine Entscheidung gewesen aus der großen Metropole Berlin nach 15 Jahren, die ich da gelebt habe. In die bedeutende Metropole in Frankfurt. In die mindestens, damals, wie gesagt, hatte ich ja schon eben gesagt, mir nicht ganz so bewusst im Kopf da sich darstellende Top-Metropole. Das hat sich wirklich geändert. Also es war schon natürlich ein Ereignis damals. Alle haben mir abgeraten.
alle meiner ganze Bekanntenkreis sagte niemals nach Frankfurt, never ever. Gut, dann das sowas bestärkt mich eigentlich immer und dann sage ich, okay, gebe ich immer das Gegenteil machen. Gehe ich erst recht und guck mir das mal an selbst. Und ich muss dir ehrlich sagen, das hat sich ins komplette Gegenteil verkehrt, also positiver Art, diese Stadt, ich liebe diese Stadt. Ich bin jetzt 18 Jahre in Frankfurt, möchte das nicht mehr missen. Die Stadt hat sich allerdings auch, das weißt du viel besser als Ur-Frankfurter als ich, in den letzten 10, 12 Jahren stark gewandelt. Wir wollen jetzt mal zu den guten Sachen nur sprechen. Es hat auch ein paar Sachen gegeben, meiner Meinung nach. Vielleicht kommen wir auch drauf. Da komme ich gleich drauf. Ja, was du am liebsten an Frankfurt hast und was dich am stärksten nervt? Aber springen wir noch mal ganz zurück. Was ist denn deine älteste Erinnerung an Frankfurt? Wahrscheinlich ist die älter als der Zeitpunkt, als du nach Frankfurt gekommen bist. Natürlich. Was ist das Älteste, an was du denkst, das wenn du an Frankfurt denkst? Das kann ich dir ganz genau sagen. Jahrhunderthalle, Idealkonzert. Ideal, kennt wahrscheinlich da draußen kaum noch jemand. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Ja, ich kenne das ja. Neue deutsche Welle Sampler CD. So, das war meine erste Erfahrung. Da war ich, glaube ich, 16 oder 17 abends mit dem alten Ford Taunus. Ich bin nicht weit von hier zur Schule gegangen, in Idar-Oberstein im schönen Nahetal, also 1,5 Stunden weg. War eine Weltreise damals. Von dort abends natürlich zum Konzert zu fahren und zurückzufahren. Aber meine erste Erinnerung war Frankfurt und das war wirklich damals schon prägend für mich, weil wir kamen sehr, sehr, sehr früh nach Hause. Das Konzert war lange vorbei. Okay, ich verstehe. Lass mal jetzt mal so stehen. Ich verstehe und das aus der Jahrhunderthalle heraus. Wahrscheinlich seid ihr nicht dort geblieben, sondern noch ein bisschen um die Häuser gezogen und so weiter. Was ist denn heute, da du richtiger Frankfurter bist, das, was dich am meisten fasziniert an der Stadt? Was magst du am meisten und was nervt dich am meisten? Stefan, das ist natürlich schon, das ist eine harte Frage, sag ich mal. Naja, gut, das ist eine harte Frage, weil es gibt natürlich mannigfaltige Sachen, die mir gefallen. Und das muss man mal so sagen, es gibt viel mehr Sachen, die mir gefallen, als die, die mir nicht gefallen. Sonst würde ich auch nicht hier bleiben, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe diese Stadt lieben gelernt in den letzten Jahren. Ich finde sie toll, sie ist lebenswert, sie ist sehr überschaubar. Das sind viele positive. Ich kam hier zum Fahrrad her, zum dir, jetzt zu diesem Talk. Das ist schon allein ein Vorteil. Die Stadt ist wirklich überschaubar von der Größe her. Man kann alles mit dem Fahrrad erledigen. Ich fahre aber auch Auto, sage ich mal so. Also das ist schon klar. Nur bleibt unter uns. Du kannst ich fahre Elektroauto, also insofern darf ich das sagen. Okay. Ich liebe es, rauszufahren am Wochenende. Das ist ganz anders als damals in Berlin. In Berlin musst du durch die ganze Stadt dich quälen, dann musst du nach Brandenburg fahren, dann musst du einen See finden, der noch ein bisschen Platz hat. Hier fahre ich entweder zur Seenplatte Richtung Kahl, also Groß-Glotzenburg runter, halbe Stunde, oder ich fahre hoch in Taunus, oder ich fahre ins Rheingau, wunderschön, wie Urlaub. Oder in den Odenwald. In der Odenwald, ich liebe ihn. Flying Fox dort kann ich nur empfehlen. Ja. Ist ein bisschen eine Herausforderung, aber man darf sie bis 100 Kilo nehmen Sie, das ist so eine Seilbahn, damit für die, die es nicht wissen, wo du quasi übers Tal fliegst. Wo ist die genau? Das erwischst du mich gerade, ja. Ich wurde hingefahren und bin ausgestiegen und bin geflogen sozusagen. Okay. Das Ganze ist auch so ein Kletterpark-Geschichte. Da bist du, also bis 100 Kilo darfst du mit, du auf jeden Fall. Ich darf auch noch mit. Ja. Du hast zwar auch was mit Food-Themen zu tun. Genau, schöner Übergang, oder? Genau, das ist vielleicht der Übergang dann zu unserer nächsten kleinen Runde. Jetzt machen wir mal kurz Musikpause, dann sind wir wieder da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir reden weiter im Frankfurt Talk mit Boris Tomic. Und Boris, wir kennen uns lange, lange Jahre. Du bist jetzt beim Deutschen Fachverlag, bist für Hotel- und Gastromedien verantwortlich. Und da hake ich ein, weil wir wollen eigentlich über die Vielfalt unserer Stadt reden. Wir tun das auch, aber wir machen das mal am Essen, am Food-Thema fest. Wie vielfältig ist denn der Food-Standort Frankfurt? Also erstmal bin ich ja kein Restaurantkritiker, das mal klar ist, sondern wir machen Wirtschaftsmagazin, das heißt Food Service, aber am Ende des Tages, natürlich haben wir auch den Überblick, was an dem Markt los ist. Und ich. Und du bist ja auch Privatperson. Absolut, ich bin auch viel unterwegs, natürlich nicht nur in Frankfurt, sehr viel in Frankfurt. Frankfurt hat sich gastronomisch in den letzten, auch wieder, ähnlich wie die ganze Stadt übrigens, parallel dazu, der Stadtentwicklung als solche, der Erschließung des Mains, hat sich die Stadt auch gastronomisch wirklich nach vorne gerobbt, muss man wirklich sagen. Ich meine, Standards, ich liebe den Affentorplatz, ich liebe Sachsenhausen mit
den, ich liebe die Schweizer Straße, mit den Apfelweinkneipen, das ist fantastisch, das hat, ist Apfelweinkultur, das ist Frankfurt-Kultur. Ja, ja. Aber das gab es immer schon. Ja. Also das in den letzten 10 Jahren ist viel, viel dazugekommen. Und das ist fantastisch, wenn man sich das anschaut. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da draußen, eigentlich kann man jeden Abend eine andere Nation hier sich gastronomisch erschließen in dieser Stadt. Und ganz abgefahrene Dinge natürlich auch. Japanisch auf sehr hohem Niveau. Was war das Exotischste? Das Exotischste in Frankfurt, würde ich sagen, ist schon momentan ein Restaurant, ja, darf ich Werbung machen? Ist ja, ein Restaurant, das heißt La Chevi, ist ein peruanisches Restaurant, also eine Cevicheria. Ich würde mal sagen, auf dem Niveau gibt es in Deutschland, und ich glaube, ich kann den Markt ganz gut überblicken, keine vergleichbare, die so gut ist, im Nordend, ich kann es nur empfehlen, La Chevi, das ist, muss natürlich kalten, toten Fisch mögen, ja, also jetzt mal klar ist, weil das sind Cevicheria, das heißt, dünne Scheiben von verschiedenen Fischsorten, verschieden eingelegt. Besser ist tot als lebendig. Hat nichts mit Sushi zu tun, nochmal klar ist, ja. Okay. Das ist klar, aber das ist ein Niveau zum Hinschmelzen. Und das Restaurant ist sehr schön, mit sehr schönem Garten, also nochmal, jetzt habe ich Werbung gemacht dafür. Müssen wir gleich noch ein anderes erwähnen. Nein, vielleicht. Wenn sich das lohnt. Du hast ja auch für die Appleboy-Kneipen Werbung gemacht. Und das ist ja auch das Schöne an Frankfurt, die Tradition. Genau, jetzt sage ich noch, das ist gut, ich sage noch meine Lieblingsapfelweinkneipe. Ja, bin ich gespannt. Neben dem gemalten Haus natürlich, es gibt zwei, ist es daheim am in der Affentorschenke, am Affentorplatz. So, jetzt haben wir ein bisschen den Range erweitert, was die Werbung angeht. Und haben auch die Appleboy-Kultur mit einbezogen. Du hast auch in England studiert, bist dann aber wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ist das hier in Deutschland, in Frankfurt, ist es denn so eine richtige Metropole oder tun wir nur so, als ob wir eine Metropole wären? Also es hat natürlich, das ist natürlich klar, also diese Skyline ist einmalig, hier für Deutschland. Sie ist natürlich absolut. Nicht einmalig auf der Welt. Ich habe in London studiert, da hast du ein bisschen mehr Skyline, muss man wirklich sagen. Ich bin aber nicht zurückgekommen, weil es mich so zurückgezogen hat, sondern ich hatte ein Stipendium, das war ausgelaufen. Ich hatte einfach kein Geld damals mehr, um in England weiterhin zu leben und zu bleiben. Hat es aber auch nicht vor, weil mein Studium war nicht beendet. Ich habe es dann in Berlin beendet. Und dann hat deine Frau gesagt, komm, wir gehen nach Frankfurt. Und das hat auch ein bisschen gedauert, ne? Aber am Ende des Tages ging es dann nach Frankfurt. Die Skyline ist, um darauf zurückzukommen, wir wollen ja Frankfurt ein bisschen in den Fokus rücken, die Skyline ist fantastisch. Sie wächst ja auch immer. Wir haben ja auch einen Hochhausrahmenplan. Da steht drin, dass wir, glaube ich, nagel mich nicht fest, 13 weitere Hochhäuser noch bauen dürften. Finden sich Investoren dafür, dann wird das passieren. Dann ist aber auch irgendwann Schluss. Ich glaube, dann wird diese Skyline noch mal einen Tick weitergehen. Vielleicht gibt es ja den Lückenschluss. Man sieht es hier so schön im Dunkel angestrahlten, die EZB und die Rest, die Hauptskyline. Da ist ja ein großer, da gibt es einen Henninger Turm dazwischen noch auf der Seite. Aber da ist ja noch eine Menge Platz sozusagen für die Erweiterung einer Skyline. Und das ist natürlich für Frankfurt ein Markenzeichen weltweit. Wir füllen das auf. Bin sicher, da wird sich noch einiges bewegen. Lieber Boris Tomic, wir machen eine kurze Musikpause, dann sind wir wieder da und reden nochmal ganz konkret über dich persönlich und was du so für Ziele hast. Bin ich gespannt, mein lieber Stefan. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Und wir sind zurück im Frankfurt Talk. Der Abend schreitet voran. Schön in den Sommerferien. Und lieber Boris Tomic, es ist toll, dass du heute Abend hier bist. Ich habe es gerade in der Pause gesagt. Du bist zwar nicht mit deinen Themen unmittelbar für Frankfurt verantwortlich, sondern für Hotel- und Gastro-Themen, aber man kann dir den ehemaligen Chefredakteur von Lokalmedien hier einfach nicht austreiben. Nee, das kann man sicherlich nicht, das soll ja auch nicht so sein. In der Stadt, in der ich lebe, für die interessiere ich mich natürlich auch intensivst und selbstverständlich kriege ich ein bisschen Lokalpolitik noch mit. Man kennt den einen oder anderen in 18 Jahren durch die Jobs natürlich auch, aber auch natürlich privat. Und man spricht viel über die Stadt, die Stadtpolitik, die Entwicklung der Stadt. Wo geht die Reise hin? Wie geht die Spaltung weiter in dieser Stadt, die natürlich in jeder Stadt momentan dadurch ist, dass die Preise in der Wohnungslage so hoch sind? Du meinst zwischen reich und arm? Oder ich will es gar nicht als zwischen reich und arm, weil was ist reich und arm? Die Definition erlaube ich mir jetzt hier gar nicht, weil ich wüsste gar nicht, wo es ist. Es gibt ja ein Standardeinkommen sozusagen. Darum geht es nicht, aber es geht darum, dass sich immer mehr Menschen natürlich schon Sorgen machen darüber, wie können sie in einer Stadt wie Frankfurt, nehmen wir gar nicht mal das als Beispiel, sozusagen, sondern es gibt viele andere Städte auch. Wie können Sie sich in einer Stadt wie Frankfurt eigentlich eine Wohnung leisten, in der Sie auch angenehm leben können? Und das ist schon ein Thema, was mich auch ein bisschen umtreibt und wo ich auch viele Diskussionen schon zu hatte. Und
die, sagen wir mal, man kann nicht alles auf die Politik und schauen nicht auf die Stadtpolitik schieben, das ist klar, aber es gibt ganz einfach nicht genug Tools, um hier vielleicht klarer entgegenzuwirken. Ein großes Positivum, finde ich, und das damit, vielleicht ist das Thema nur gestreift, aber finde ich schon, dass Frankfurt den Fehler der 80er, 90er Jahre von vielen anderen großen Städten nicht begangen hat, nämlich die städtische Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Also es hat Berlin gemacht, wir kennen das alle, hat München gemacht, der ganze Ruhrgebiet hat das gemacht, alles weg damit, privatisiert, weg war's. Sie war ein bisschen Geld in der Stadtkasse, das war's. Seitdem haben sie Probleme, weil es privatisiert ist. Das hat damals Gott sei Dank nicht gemacht. Die ABG, ich kann sie nur ganz wirklich hochschätzen, hat im Bestand, nicht festnageln, aber momentan in der Stadt 70.000 Wohnungen und drückt natürlich dadurch das Niveau, was die Mietpreise angeht. Ja. Wenn das weg wäre, stell dir vor, Stefan, wenn die ABG auch privatisiert wäre, dann wären wir nicht momentan da, wo wir jetzt schon sind, was schon ziemlich hoch ist, sondern würde das Ganze sich nochmal potenzieren. Hätten wir da noch ganz andere Themen, und das ist natürlich ein großes Thema. Wo ist der Polizeibeamte? Wo ist die Erzieherin? Absolut. Das ist nicht arm und reich. Da geht es um den normalen Mittelstand. Und die können heute natürlich in Frankfurt nach wie vor leben, und da hast du schon recht. Das hängt schon damit zusammen. Du lebst auch mitten in der Stadt. Ich lebe mitten in der Stadt, gar nicht weit weg vom Merianplatz, Sandweg hoch, und dann geht es auf die rechte Seite rein. Schöne Gegend. Übrigens ursprünglich mal von der ABG gebaut. Insofern bin ich natürlich froh und glücklich, da eine Wohnung bekommen zu haben. Sonst weiß ich nicht, ob ich mir hätte leisten können. Okay, so, und jetzt habe ich das ja auch schon verstanden, und ich weiß es ja auch sowieso. Du bist ja kein hier in Frankfurt geborener, bist irgendwann hier angespült worden sozusagen. Bleibst natürlich auch ganz langfristig, oder gibt es da Visionen und Pläne, dass du mal wieder woanders hingehen möchtest? Also die habe ich zurzeit nicht, Stefan. Also Gut. Ich bin absolut zufrieden mit meinem privaten und auch mit meinem beruflichen Surrounding. Wie gesagt, wir haben es kam ja, glaube ich, auch raus, die Stadt macht nicht nur mir, sondern uns, ich rede ja als Paar, Frau, ja. Spaß. Und das Ganze ist schon sehr, sehr lebenswert, aufgrund der Sachen, die wir ja schon erwähnt haben. Okay, andere Frage, weil das ist ja auch nicht völlig abstrus. Das soll es ja auch oft schon gegeben haben, dass der Sprung aus der Welt der Journalistinnen und Journalisten, also aus der Redakteurswelt, in die Politik auch vollzogen wird, in ein politiknahes Umfeld. Da gibt es ja viele, viele Beispiele. Für dich, der du ja sehr wortgewandt bist und auch sehr interessiert bist und auch sehr an der Stadtpolitik inhaltlich teilnimmst, ein Thema? Ja, das kommt ja immer auf das Jobangebot an, mein Lieber. Also Oberbürgermeister staue ich mir jetzt noch nicht zu, sage ich mal, Politik generell. Du sprichst wahrscheinlich so die Jobs an, die Journalisten normalerweise machen. Eine Menge von meinen Kollegen sind da auch reingegangen in Sprecher und ähnliche Sachen, quasi Fachbereichsleiter. Ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist es momentan kein Thema, und ich glaube auch nicht, dass eins wird. Wenn vielleicht mal, sollte ich in Rente sein, kann man das ehrenamtlich machen. Da bin ich, glaube ich, das würde mich interessieren, wahrscheinlich, damit ich ein bisschen was zu tun habe. Aber zurzeit habe ich ganz anderen Fokus und bleib auch dabei. Vielleicht, wer weiß, wer zuhört, wer weiß, was es für Anrufe gibt. Lieber Boris Tomic, wir machen gleich weiter. Dann werden wir mal ein bisschen lustig im letzten Teil des Frankfurt Talks und machen erst noch mal eine kleine Musikpause. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Der Abend schreitet voran und wir sind schon am Ende des Frankfurt Talks. Wow, das ging aber echt schnell. Ja, wenn man so miteinander spricht, da passiert einiges, und vor allem eins passiert, die Zeit vergeht. Das gehört dazu. Boris Tomic war ist noch mein Gesprächsgast heute Abend. Noch bin ich da, mein lieber Stefan. Bist du da, leibhaftig. Und freue mich, dass du da bist. Und jetzt, lieber Boris, wird es nochmal richtig schwierig. Okay, bin gespannt. Weil ich will jetzt gerne deinen Lieblingswitz hören. Mein Lieblingswitz? Oh, Lieblingswitz, das ist ein Wort. Ja, siehst du? Damit kann ich nicht viel anfangen. Du bist doch sonst immer so spontan. Ja. Ich habe also, sag mal, Lieblingswitz habe ich nicht, aber ich habe Witze, die mir gefallen. Okay. Und das passt vielleicht auch ganz gut zu Frankfurt, einer, der mir eigentlich einfällt. Das ist ein jiddischer Witz. Ja. Frankfurt hat ja große Tradition, die Bankhäuser, also die Metropolenbegründung ist ja wirklich auch auf jüdische Wurzeln zurückzuführen. Rothschild kennt jeder, aber es gibt eine ganze Menge anderer Privatbankiers, die natürlich auch den Ruf begründet haben, zu der gleichen Zeit damals. Sulzbach zum Beispiel, eine Familie, weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ganz, ganz groß Privatbankiers gewesen, oder auch Goldschmidt, aber jetzt lassen wir jetzt. Ja. Also das hat eine große Tradition, deswegen passt das ganz gut, und ich mag diese jüdischen Witze, geht auch ganz schnell. Ein Rabbi fragt den lieben Gott, sag mal, lieber Gott, ich habe da ein Problem, mein Sohn ist Christ geworden. Ja. Da sagt er,
lieber Gott, lehnt sich zurück, guckt ihn an und sagt, sag mal, ja und? Meiner auch. Und der Rabbi, ja und was hast du gemacht? Ja. Lieber Gott, ich habe ein neues Testament geschrieben. Ach, neu? Ja. So, das ist so die Art von Witz, die mir gefällt. Ist mir gerade eben eingefallen. Auch, wie gesagt, das passt, finde ich, auch ein bisschen nach. Passt ganz gut zu Frankfurt. Und wir hatten auch schon einen Rabbiner hier bei uns im Frankfurt-Talk. Wir hatten schon den lieben Alon Meyer bei uns im Frankfurt-Talk. Die haben, und das muss ich an der Stelle mal betonen, lieber Boris, die haben sofort eine ganze Bandbreite an Witzen gehabt und waren sehr, sehr humorvoll. Viele andere, die ich gefragt habe nach ihrem Lieblingswitz, wussten keine Witze mehr. Ja, das ist irgendwie schade. Irgendwie leben so eine Tradition, die sich ein bisschen überlebt hat, auch das stimmt. Ja, das wird nicht mehr so gepflegt. Leben wir in einer zunehmend witzlosen Gesellschaft. So weit will ich es nicht gehen. Ich habe ein Geschenk für dich vorbereitet. Wow! Und stell dir das hier mal hin. Was ist es denn? Ein Frankfurt City Puzzle. Oh, ja. Da wird ja auch noch gefragt, dann, ob ich das zusammenkriege, ja? Mal gucken. Hast du noch was zu tun heute vorm Einschlafen? Mein lieber Mann, du kannst dich bestimmt nach Hause puzzeln, oder? Das ist cool, das finde ich gut. Ne? Straßen. Ich bin sowieso nicht gut in Straßen in Frankfurt, aber dadurch werde ich natürlich, vielen Dank, dadurch werde ich die Stadt noch mal ein bisschen intensiver kennenlernen. Ja, da kannst du dich, wie gesagt, durch nicht die Stadt puzzeln. Und du hast da aber, was mein Lieber, ich komme natürlich nicht ohne Geschenk hierher. Ja, toll. Es ist toll, dass ich eins bekomme, das finde ich gut. Ich habe dir mitgebracht einen meiner Lieblingsweine, natürlich, was soll ich sonst mitbringen, mehr kann ich nicht, ist aus der schönen Südpfalz vom Weingut Metzger, das passt ja auch ganz gut zu Food, aber es ist eine etwas andere Metzgerei. Probier ihn. Filet Blanc, glaube ich, habe ich dir mitgebracht. Filet genau. Blanc, ja. Eine schöne Cuvée aus Chardonnay und Pinot Blanc. Ich finde ihn fantastisch. Lass mich wissen, wenn du ihn gut gekühlt getrunken hast. Also entweder trinke ich ihn gut gekühlt alleine oder mit einem Freund oder einer Freundin oder ich rufe dich an und du kommst vorbei. Mit absolut, da freue ich mich drauf, mein Lieber. Ich mich auch. Eine allerletzte Frage, lieber Boris, in 5 Jahren, wo ist Boris Tomlitsch in 5 Jahren? Du hast so Fragen, Lieblingswitz, dann 5 Jahre. Ja, mein Lieber, stell mal, das ist ja dann, mein Gott, was soll ich in 5 Jahren? Hm. In 5 Jahren, sage ich mal ganz einfach, bin ich genauso gut drauf wie heute und garantiert in Frankfurt. Das haben wir jetzt aufgezeichnet, also haben es sicher, Boris, ich freue mich drauf. Boris Tomlitsch, toll, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Ich danke vielmals auch für diese, nochmal für den coolen Talk mit dir, das hat Spaß gemacht und vor allen Dingen natürlich für diesen fantastischen Ausblick. Ist jetzt noch ein bisschen dunkler geworden, die Skyline leuchtet, das ist, ich kann es nur jedem empfehlen, in diesen Frankfurt-Talk zu kommen, weil lieber Stefan, hol sie alle rein, ganze Stadt. Mach ich hier in die Skyline-Studios von Radio Frankfurt. Danke, Boris Tomlitsch, dass du da warst. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.